Hallo. Bevor ich zum Thema komme, bevor Sie mich von Gott zu überzeugen beginnen, ein paar Worte zum Thema Kommentare. Das ist ein sehr kleiner Kanal und höchstwahrscheinlich wird Ihr Kommentar kaum von anderen Menschen gelesen, von mir aber wird es sehr wohl wahrgenommen. Ich muss aber sagen, dass es eine kleine Störung gibt im Zusammenhang mit YouTube-Kommentaren. So ist es so, dass ich wiederholt schon Kommentare unter dem Glockensymbol rechts oben auf der YouTube-Seite gesehen habe. Wenn ich dann aber auf die Kommentarseite meines eigenen Kanals gegangen bin, um dort Kommentare zusammen, alle zusammen zu sehen, wurden sie dort nicht angezeigt. Und betroffen davon kann Ihr persönlicher Kommentar sein, aber auch meinem eigenen Kommentar ist es so geschehen. Und ich weiß nicht, woran das wirklich liegt. Vielleicht hat es etwas mit Formatierung zu tun. Nicht. Also ich sage das deshalb, weil glauben Sie nicht, dass ich Ihren Kommentar gelöscht hätte oder sowas. Ich sehe im Moment derzeit keinen Anlass zu Löschungen. Gut. Und noch einfach als letztes Wort. Lesen Sie Ihren Kommentar nochmals und gönnen Sie sich den Gedanken. Können Sie in 2 Jahren noch zu Ihrem Kommentar stehen? Wenn ja, dann sind Sie bei mir. Willkommen. Gut. Wie können Sie mich von Gott überzeugen? Und hier haben wir es mit dem Problem zu tun, dass Sie den Berg hinauf kämpfen. Denn ich kann nichts dafür, dass die Menschheit, die Gesellschaft, die Diskussion eine ganze Müllhalde schlechter Ideen mit dem Titel Gott erzeugt hat. Da kann ich nichts dafür. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich habe kein Gottkonzept. Ich weiß nicht, was damit ausgesagt werden soll. Ich kann mich auf relativ wenige Dinge beziehen. Zum Beispiel hege ich die Vermutung, dass wenn jemand über Gott spricht, dann meint er eine Hauptsache. Wenn Sie mich also von Ihrer Hauptsache überzeugen wollen, dann müssen Sie zuerst diese Hauptsache beschreiben. Das ist die erste Aufgabe, damit wir wissen, worüber wir reden. Denn Sie dürfen nichts voraussetzen. Ihre erste Aufgabe ist also, beschreiben Sie Ihre Hauptsache. Ich werde dann vielleicht nachfragen, vor allem in Bezug auf Begriffe, nicht? Begriffe haben es ja an sich, dass sie sehr seltsam sind. Wir haben einen Begriff dieses Dings da, wir sagen dem Tasse. Aber diese Tasse hat keinen Namen. Existiert diese Tasse? In welcher Form? Die Physik fragt ja, wie können wir die Materie beschreiben, nicht hier. Wir können aufgrund, wie wir Bedürfnisse an die Umwelt stellen, sagen, ja gut, wir haben in der Form der Tasse ein Bedürfnis formuliert. Eine Tasse ist nämlich etwas, wo wir Flüssigkeit hineingießen, mit der Funktion, dass wir daraus trinken wollen. Echt. Und dieser Gegenstand erfüllt diese Funktion. Das heißt, wir haben es mit Ideen häufig auch zu tun. Die Idee der Tasse nicht. Und die Idee der Tasse ist mir wichtiger als diese Tasse. Ich kann diese Tasse fortwerfen oder wenn sie zerbricht, kann ich sie ersetzen mit einem anderen Gegenstand, der diese Idee ebenso repräsentiert. Nicht? Und deshalb ist immer so die Frage nach der Existenz, und die wabert ja auch in diesen Diskussionen herum, schon ein Beispiel, wie wir ein Wort erklären müssen. Der einzige Gebrauch des Begriffes Existenz, der für mich relevant ist, wenn ich sage, ich bin in eine Welterfahrung gestellt, exponiert. Oder anders ausgedrückt, ich bin ins Leben gesetzt. Das bedeutet Existenz für mich.
Und wir müssen einfach anerkennen, dass die Sprache mangelhaft ist und dass wir die Sprache uns zu zwecks Kommunikation gestalten müssen. Ein Wort sagt wenig aus, es sei denn, wir machen sicher, dass in der Kommunikation zwei Menschen mit einem Wort die gleiche Vorstellung verbinden. Erst dann können wir sicher sein, dass Kommunikation funktioniert. Die erste Aufgabe ist also klarzustellen, dass die Kommunikation funktioniert, dass wir wissen, worüber wir reden, dass wir darüber mal keine Fragen mehr haben. Dann können wir natürlich das, worüber wir reden, auch untersuchen. Wenn Sie mir also über Ihre Hauptsache reden, stelle ich die Frage, ist Ihre Hauptsache über die subjektive Befindlichkeit, subjektive Interessen hinaus von allgemeinem Interesse? Das kann es sein. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Ideen, wie zum Beispiel die Idee der Demokratie. Und die kann von allgemeinem Interesse sein, weil die Idee der Demokratie besteht darin, dass man eben eine möglichst breite Basis der Bevölkerung an der politischen Willensfindung teilnehmen lässt. Und es gibt dann verschiedene Versuche, diese Idee in die Praxis umzusetzen, nicht? Und insofern sind Ideen wichtiger wie real existierende Dinge. Jetzt habe ich gesagt, real existierende, nicht? Aber real oder materiell existierendes ist natürlich das einfachst zu veranschaulichende. Es ist das einfachste Transportmittel, um zu sagen, worüber ich spreche. Ich kann über ein Wort mehr aussagen, wenn ich etwas Gegenständliches in den Händen habe. Nicht? Was Sie also tun müssen, ist, Sie müssen an die Kommunikation glauben. Sagen Sie nicht, man kann niemanden von der Hauptsache überzeugen. In einem gewissen Sinn können Sie nicht beanspruchen, andere nicht unbedingt überzeugen zu können. Das ist wahr. Aber es gibt keinen Grund, warum Sie es nicht mindestens versuchen. Es gibt keinen Grund, warum Sie nicht den Versuch wagen zu sagen, warum Ihnen etwas eine Hauptsache ist. Und es gibt natürlich legitime Gründe, warum jemand nach Hauptsachen sucht, wie zum Beispiel die Frage, was soll ich tun? Was kann ich in diesem Leben für Ziele setzen? Nicht? Und was ist das Hauptziel? Was ist das, was ich letztendlich anvisieren kann, nebst dem, dass ich natürlich viele andere Ziele verfolgen kann? Und eigentlich hat das einen Begriff, Religion. Religion ist nichts anderes als die Beschreibung, was meine Hauptsache sei. Und wir realisieren aber, der Begriff der Religion wird selbstverständlich in der Diskussion meistens anders verwendet, nämlich als Ersatz für den Begriff eines Gemeinschaftskults, also dass das Gemeinschaftswesen quasi fast wichtiger sei wie die Frage, was können wir für Ziele haben. Und so muss man halt klarlegen immer, was man letztendlich meint und nicht am Wort hängen bleiben. Nicht? Und wir können das. Ich möchte, dass Sie glauben, dass wir das können. Und dass Sie nicht der Entmutigung nachgeben, denn es gibt selbstverständlich innerhalb der Debatten, die zwischen Fronten geführt wird, furchtbare Äußerungen, wie zum Beispiel, man kann niemanden überzeugen. Selbstverständlich geschehen Überzeugungen.
Sie geschehen den ganzen Tag. Alle Tage. Versuchen Sie also zu beschreiben, was Ihre Hauptsache ist. Dann können wir darüber reden. Wir können darüber reden, inwiefern Ihre Hauptsache wichtig für andere ist, wie zum Beispiel für mich, oder was ich daraus ziehen könnte. Oder vielleicht brauchen Sie auch nur einen Spiegel, nicht, um Ihr Denken zu reflektieren. Das ist ja auch ein Sinn der ganzen Kommunikation. Habe ich alles betrachtet? Denn nichts geschieht schneller wie ein sogenannter Kurzschluss. Nicht? Und ja, wenn Sie es so betrachten, kann Ihr Kommentar Sinn machen. Nicht nur unbedingt für mich, aber auch für Sie selber als eine Form der Arbeit, mit Sprache umzugehen. Sich nicht der Sprache zu unterwerfen, sondern Sprache kreativ zu gebrauchen, um mit ihr letztendlich zwischen Menschen etwas zu transportieren. Und mein Kanal soll dafür durchaus dienlich sein. Selbstverständlich bin ich auch nicht immer gewillt, da viel Arbeit zu investieren. Und deshalb ein Tipp an Sie. Respektieren Sie einfach, dass für mich Gott die Bezeichnung für einen Müllberg schlechter Ideen ist. Das soll Sie aber nicht daran hindern, Ihre Idee zu präsentieren. Sie müssen einfach etwas mehr Arbeit auf sich nehmen. Ja. Denn die Arbeit auf sich zu nehmen, ist eben genau, was man tun muss, wenn man letztlich jemanden dazu bringen will, etwas zu akzeptieren, sofern es akzeptabel ist, sofern es eine gute Idee ist, nicht? Und wir Menschen müssen halt gute Ideen suchen. Die fallen uns nicht einfach in den Schoß. Und wir müssen lernen, schlechte Ideen zu verwerfen. Manchmal auch schlechte, natürlich angeborene Angewohnheiten und so weiter. Wir müssen aber auch realisieren, dass letztendlich es nichts in dieser Wirklichkeit gibt, das uns dazu zwingt, einig zu sein. Es kann sein, dass es möglich ist, dass wir konträre Ziele setzen. Und jeder aber seine Gründe dafür hat. Ohne, dass da ein letztes Urteil darüber zu sprechen ist. Das ist Teil der Verantwortung. Ja. Also versuchen Sie es, mir zu erklären, was Ihre Hauptsache ist, was Sie motiviert. Und dann haben Sie mein Ohr. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.